Jo Haning, weißt du, welches Video leider nicht aufgenommen wurde? Welches? Die Geschichte, die du 700 Mal erzählt hast, was mit deinem neuen Auto passiert ist. Ich habe kein neues Auto. Und da siehst du halt stehen draußen. Ganz ehrlich, die ganzen Emotionen sind jetzt aber ja weg. Ich kann das nicht mehr erzählen. Bist du emotionsneutral jetzt? Heute, also ich werde jetzt in Zukunft, ich habe mir das auch so gedacht, ich reg mich auch nicht mehr auf. Ich werde mich auch nicht mehr aufregen. Ich werde auch nichts mehr an mich ranlassen, was mich auch nicht mehr interessiert und so weiter und so fort nicht. Und wenn irgendwelche bösen Briefe kommen, ja meistens dich betreffen, die ich ja lösen muss, interessiert mich das auch nicht mehr. Soll ich ganz ehrlich, bin ganz ruhig, bin ganz entspannt, bin ganz gelext. Absolut, total. Wer hat mein Brötchen aufgegessen? Das nicht euer Ernst. Wer hat mein Brötchen aufgegessen? Hallo? Woran erkennst du das denn? Weil hier noch ein normales Brötchen drin liegt. Kann sich sagen, kein Moni kriegt ein normales Brötchen mit Remoulade. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und muss ich deswegen schon wieder aufregen, weil ich mein Brötchen gefressen habe? Carsten war, der ist wieder. Ach, Carsten war da schon wieder. Ja, genau. Gut, dann trinke ich gleich erstmal einen Schluck aus einer Pulle. Lulu, mal reinhalten. Ich will erstmal Kekse. Nee, du, die lagen mit mir vor der Tür, die möchte ich nicht. Guck mal, ob wir noch einen Snack haben. Mir vor die Tür gelegt, ich weiß nicht, was damit ist. Sind uns ja nicht alle so wohlgesonnen, ne? Ja, also sei mal ganz ehrlich, wenn dir so ein Fan, ne, jetzt so ein, sagen wir mal, so was vor die Tür legt, da habe ich auch manchmal, das meinen Leute ja gut, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, zum Beispiel Hundesachen, Hundenahrung ganz ja, oft, nee. Das gebe ich den Hunden nicht, aber nein. Einfach nur aus dem Gedanken, weil ich das Gefühl habe, vielleicht ist du dann... Du weißt ja nicht, wer es ist. Es ist ja alles nett und höflich gedacht, aber ja. Das macht man nicht, das ist alles doof. Hund, also Hund ja. Giftet, der Hund vergiftet, der Wicke oder so. Ja, der hat keine Hunde, der kann so ein bisschen Gift reinstapeln, das sagt nichts. Der Typ besteht aus Gift. Ja, so. Nee, aber das ist, bei mir ist das genauso. Ich nehme es grundsätzlich hier mit her, lege es auf den Tisch, irgendwann macht Carsten es auf, ne? Und Carsten bammt dann die Hälfte hinter euch. Ich so, ach Mensch, ach, Keks. Du beobachtest gerade. Ich beobachte da 2-3 Stunden lang, ne? Und dann irgendwann merke ich dann wieder so ganz hektisch zum Klo. Und ich, ach, jemand war auch nicht richtig. Oh, jemand war da auch los. Ja, so läuft. Er hat eigentlich die ganzen Snickers gegessen. Welche Snickers denn? Ist ja nett, dass ich auch mal welche hätte. Muss ich ja gegessen haben, du bist heute so entspannt. Weißt du noch, als wir Beefy hier hatten? Oh, das war geil, die Currywurst, ne? Macht er ja nicht mehr, seitdem ich hier arbeite. Nee, weil ich kriege ja keine ab. Ich kriege ja keine mehr ab. Der weiß, dann haben wir diesen Schrank geöffnet. Und weißt du, was komisch ist? Ich wollte heute ganz entspannt und ruhig bleiben. Das kannst du nicht. Jetzt hier in the house, da kannst du alles vergessen. Ja. Weißt du das wohl? Natürlich auch. Da sollte ich mich schon wieder aufregen über meinen neuen Firmenwagen. Da soll ich mich drüber aufregen. Da kann ich mich gar nicht mehr drüber aufregen. Komm, das ist schon so, das ist schon so on top. Ja, das ist schon so on top, dass sie das ja schon Samstag haben, sind die ja schon abgeschleppt. Schon wieder? Der ist schon wieder abgeschleppt worden? Bei Lidl, da muss ich noch einen Parkplatz. Nee. Ja. So, warte mal, wir, oder was? Ja. Wir müssen jetzt, nee. Wir müssen ja, die Zuschauer... Warte mal, Humor hier ohne mitzureden. Ganz kurz zur Erklärung. Ron hat ein neues Firmenfahrzeug gekriegt, ist damit nach Husum gebrettert, um einen Anhänger abzuholen. Zu Torben. Für die Uno-Türken noch annehmen. Dann bist du mit einem nagelneuen Auto zurück, Notlauf, hast 8 Stunden. Über die Autobahn. Mit Notlauf 40 km/h, dich höllisch aufgeregt. Ich habe auch noch ein Video, wo du über Standstreifen rollt. Mit Warnblinker mit 70 km/h, 12 Kilometer. So, dann hast du das Auto direkt zur Werkstatt gebracht, die haben dich ausgelacht. Ronny, der witzige Ronny kommt, der Ronny, verdammt gar nicht witzig. Ne? Die Geschichte habe ich übrigens gefilmt und die war tatsächlich nicht gespeichert. Da hast du, ich glaube, 8 Minuten in Wut drüber gesprochen. Das kann ich jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, ich bin ganz so, okay, der Stand ist so, da war dann ein Software-Update fehlte, ne? Ein Software-Update fehlte, genau. Und das Auto ging dann wieder. Das Auto lief dann wieder. Für sage und schreibe einen Tag. So, dann kam dieselbe Scheiße wieder. Und das Geile ist dann immer, die Sprüche. Dann rufst du da an und sagst, Leute, bin jetzt aber ruhig. Wollt ihr mich verarschen? Weil das ist mit euch denn nicht richtig. Und dann der geilste Spruch. Das kann aber ja nicht. Nee, du erfindest das. Ich erfinde das. Ich sitze gerade im Auto und räume mit Noten auf die Autobahn lang. Aber das kann ja nicht. Das kann ich ja absorbieren. Das kann ja nicht. Ich setze zu, dass ich die Karre ab. Und kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das ist derselbe Prozedere wieder. Auto aus. Werkzeug hat man ja immer mit, wenn man Jeep fährt. Ne? Merkt euch das mal eben. So, ne? Ist ja ganz normal. Ne? Hinten rauf auf die Fritsche. Werkzeug. Batterie abklemmen. 5 Minuten Strom wegmachen, tot machen. So, dann machst du wieder dran. Dann kannst du ja wieder losfahren. Notlauf raus. Dümmelst langsam weiter. Die nächsten 10 Kilometer. Wieder Notlauf. Bleibst wieder liegen.
Und man hat ja auch keine Termine, man muss ja auch nirgendwo hin, man hat ja auch den ganzen Tag Zeit, man muss ja auch immer selber am Auto rumschrauben. Ne? Es holt dich aber auch keiner ab, da brauchst du keine Angst haben, dann erzählen sie dir, dann steht oben eine Sonnenblende, da steht eine Nummer drin, da musst du anrufen, holen die dich ab, schleppen dich ab, deutschlandweit. Ne? Die besagte Nummer 555-CHU. Weißt du, ja, aber das ist wirklich, ne? 666-JEEP. Ich sage, ja, du, mach ja wohl alles sein. Ich sage, da ruf ich nicht an, interessiert mich gar nicht, weil mein Händler ist ja mein Ansprechpartner, ne? So, und so weiter. Ja, somithin war es dann jetzt letztendlich so weit, dass er dann irgendwann dann doch, der Verkäufer, hat sich dann ja bereit erklärt, die anderen wollten ja nicht. Erbarmt, ne? Us Henning. So, ne? Und der ist dann eben hergekommen, mit dem Auto hergebracht, den Wagen mitgenommen. Ich sage, natürlich ist er wieder froh für Effekt. Das Auto läuft natürlich wie eine Eins. Ne? Ein Tag später, ne? Er wollte Samstag hinfahren, zu Firma, bumm, sieht man auf der Hälfte der Strecke liegen. Ist das nicht herrlich? So, nichts mehr mit Auslachen, Ron. Nee. So ist es einfach. Ne? So, dann wird die Karre abgeschleppt und mal gucken, was das los ist. Aber wie kann das denn sein, dass ein brandneues Auto sowas hat? Das Ding ist brandneu vom Werk. Ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich immer sowas habe mit. Ja, aber wie kann das sein? Das darf ja nicht sein. Das darf auch nicht sein. Das siehst du ja da mal wieder. Was haben die da für eine Qualitätskontrolle? Gar keine. Die Kisten kommen raus und sagen sie, Moment mal, das Auto ist eigentlich für die USA. Es geht nach Deutschland. Da steht zufällig Johann. Fuck you, Germany. Für wen, Johann? Im Tank und in die Karre rüber. So sieht's nämlich. Und dann fängst du wieder an. Normalerweise musst du dann wieder sauer nach Amerika fliegen. Müsste eine wieder rein, ne? Im gleichen Atemzug fahren wir natürlich wieder bei Apple lang, ist ganz klar. Ne? Aber fahren erstmal zum Jeep, ne? Und dann fahren wir nach Apple. Dann machen wir gleich neben Rundumschlag. Ne? Das ist alles unmöglich, das kann alles nicht wahr sein. Man sollte schon wieder, oh weh, ich könnte ja schon wieder, aber nein, ich möchte ja gar nicht. Ich bin ganz ruhig, relaxed, entspannt. Also weißt du nicht, was der Wagen hat? Nö, heute haben wir Montagmorgen. Montagmorgen, das ist schon 12 Uhr. Stimmt genug. Du bist also spät heute. Was ist los? So, ausschlafen. Hab ich so morgen aber auch. Du bist so spät, weil du Fahrrad fahren musstest. Laufen, Fahrrad in Platten. Das ist auch immer dieselbe Scheiße, weißt du wohl. Guckt deine Frau das Video heute Abend? Das Leben, wieso? Guckt deine Frau das Video ja, heute Abend? Bestimmt. Dann lass uns noch mal kurz erzählen, wie du ihr Fahrrad verkauft hast. Nein, das machen wir nicht, wir sind wahnsinnig. Das Thema hatten wir ja schon. Ganz dicke Luft. Das gediegen jetzt hier zu ihr Neues, da hätte ich auch einen für den das wohl haben, weil was kann ich nicht bringen. Da schießt sie mir gerade um mein Fahrrad, Polizei, Kripo, SEK. Das war eine geile Story. Kannst du das nochmal wieder da einblenden? Nee, kannst du nicht. Nee, ist schon so lange her, ne? Also in Kurzfassung. Ron hat das Fahrrad von seiner Frau heimlich verkauft. Ja. Nee, wolltest du erst nicht. Sagt der Typ, ich gebe dir die Summe. Ja, nimm mit. Ja, du, wie es ja immer so ist. Ich kann ja Fahrrad nicht mal meiner Frau verkaufen. Ist ja wohl geklappt, hat doch nicht gesehen. Ich bezahle den und den Preis. Ja, wann kommst du abholen? Dann? Rein, zack. Ein Jahr deine Frau nicht auf diesem Fahrrad gewesen. Will am nächsten Tag Radtour. Genau, richtig. Da habe ich auch gesagt, das darf nicht was. Ein Fahrrad brauchen wir sowieso nicht. Und dann macht er die Garage auf einen riesen Alarm. Wie schon gesagt, haben sie geklaut. Ein Alarm. Und überall. Ich rufe die Polizei an. Und das ist und das ist und jenes nicht. Der ist und mit der hat kein Taktgefühl. Das hatte er noch nie. Es ist eigentlich ein ganz wilder Kerl, aber Taktgefühl und so ein bisschen so Einfühlungsvermögen hatte der noch nie. Das ist aber so. Ja, und dann auf jeden Fall, ja, ein Riesenalarm. Und dann ruft sie bei mir an, das Fahrrad ist weg, haben sie geklaut, war die Tür hinten auf in der Garage und so weiter. Das ist ja ausgerechnet, dein Fahrrad klaut und klaut. Das kann ja nicht. Das hätte man den Glauben gelassen, halben Tag lang. So, bis ich dann so ganz langsam mit Strauß Rosenhausen gefahren bin. Ich sag, du, ich muss auch noch irgendwas sagen, du fahr mal eben rüber zu unserem Fahrrad hin und such dir neues Fahrrad aus. Warum das war so, wie sie das hab ich verkauft, wenn du noch kein Ding! Also hast du direkt das Verdiente direkt wieder investiert. Nein, wieder investiert, so eine Scheiße. Hab sogar mir was oben drauf gelegt, so ein Scheißgeschäft. Ich hab gedacht, ich habe noch ein Jahr Zeit, kann ein bisschen was ansparen, aber ging auch nicht. 14 Tage Bildung betont. Katastrophe. Merkst du, dass die beiden wollen sich nur in die Videos drehen? Nur. Und das ist ganz komisch. Wir gehen hier extra her, 25 Meter von denen entfernt. Ne? Und schon schleichen sie wieder hinter euch her. Ja, Björn, sowieso. Der will ja eigentlich gar nicht, aber eigentlich ja wohl. Ne? Das ist immer ganz genau so. Aber du film ihn doch auch mal ein bisschen. Das ist Carsten, dann nimm ihn doch auch mal ein bisschen auf den Schuss. Ich habe mir überlegt, dass... Bild von Bonn wird laut. Ich habe mir überlegt, dass Björn jetzt auch noch mal ein seriöses Video bekommt. Ja, Björn muss auch noch mal ein seriöses Video machen. Eins, der noch keins gemacht hat. Oh, das schmeichelt mir aber. Aber das ist ja. Seriös geht ja nicht. Nee. Kannst du jetzt? Ich kann dir keiner warten, was ich mir...